wie sich Profifußballer aufwärmen versus wie sich Amateure aufwärmen. Die Profis kommen schon 45 Minuten vor Anstoß auf den Platz. Die Amateure hingegen erst 15 Minuten vorher. Die Profis machen sich sogar mit Terrabändern warm. Jede einzelne Muskelgruppe wird erwärmt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, während die Amateure einfach ein paar Runden um den Platz laufen und sich ein bisschen statisch stehen, damit es so aussieht, als würden sie was machen. Beim anschließenden Torschuss machen die Profis eine ganz verrückte Übung. Eine Übung, die Amateure nicht mal im Training machen würden, weil es eh niemand verstehen würde. Deshalb halten die Amateure es ein bisschen einfacher. Es legt einfach immer der Spieler, der zuletzt geschossen hat, den Ball ab.